Boah, Junge, Alter! Meine Ohren! WTF! Junge, ich dachte mir so, ne, ich sitze hier gerade, ich chill gerade mein Leben. Auf einmal Boom, Alter! WTF! Ich hab ja nicht mal geschrien, ich hab einfach nur gepustet. Junge, das hat meine Ohren gerade zerfickt! Bruder! Ich bin mal gespannt, wie das sich in der Scheiß aufladen. Alter, als ob da so ein Tornado meine Ohren fetzt! Ja, Leute, willkommen zu Part 6 der Soul. Soul? Ja, der Soul-Stealer. Und wir sind ganz kritisch dabei, ne? Also, so. Ja, die labern mich hier immer noch voll. Genau. Ich mach einen Film. Los! Nee! Hab keinen Bock. Nee. Dieses so Scheißkind, ohne Witz. Wird das nicht gemobbt oder so? Wer? Dieses Scheißkind muss doch echt gemobbt werden, oder? Ach so, ja, klar! Immer. Ja, was? Boom! Als ob. Ich stelle mir so vor, wie so die Klassenkameraden. Er sagt einmal so ein I. Was? Was? Und dann das die Faust. Boom, Alter. So, nee, aber jetzt eigentlich ist es ein ganz ernstes Thema, was hier gerade ansteht. Wir sind nämlich komplett am Arsch. Ja, das hier ist nämlich das ernste Thema. Ich spreche es mal an. Ja, seht ihr, wie ernst das ist? Oh, Junge, meine Ohren. Ich hab dich wieder auf 150 Dezibel. Das ist so schlimm. So, wir haben nur ein Pokémon. Wir sind wieder am seidenen Arsch. Und wir müssen... Ich hab nachgeguckt. Was sie? Zwei Pokémon besiegen. Und was mir aufgefallen ist, das habe ich Rack auch schon erzählt, in jeder Soling, wo wir in Nikoro über den Weg gelaufen sind, gab es Tote. Stimmt, ja, und jetzt schon wieder. Ja, ist halt so, ne? Okay, so. Wenn Scheiße läuft es halt scheiße. Richtig. Ist halt so. Ist so! Ja, ich muss einfach rein, wie in Mütter. Ja! Das war Team Plasma. Richtig, wir sind Team Plasma. Als ob man das dann so sagt. Muss rein wie in Mütter, ey. So, ich habe noch eine Story. Eigentlich ist es total ernst, aber diese Story. Es hat mich abgefuckt. Ich war heute auf der Arbeit. Und ich habe noch eine Story wie mein Großvater. Was? Ja, du laberst immer so eine Scheiße, Alter. Nein, das ist wirklich Müll. Und ich finde das echt extrem asozial. Ja, das ist Müll wie deine Mom. Ohne Witz. So, ey, Kindchen, halt deine Fresse, Mann, ey, ich schwöre, ihr wurdet mir. Was, ey? So, warte, ich gucke jetzt nochmal das Team durch, weil jetzt kommt der erste Kampf von den Zweien, bevor wir überhaupt einen Counter kriegen können. Ultraschall. Was soll ich hier überhaupt machen? Ich bin jetzt in irgendeinem scheiß Filmstudio. Ja, genau, du musst selber diesen scheiß Film drehen, weil die so dachten, ey, voll der Kackfilm, wie mache ich das? Du musst in so ein anderes Gebäude, da schickt dich gleich irgend so ein Spasti hin. Ja, der lässt mich aber nicht durch. Ja, ich bin jetzt in so einem Gebäude. Genau, du musst an diesen, da kann auch so ein glatzköpfiger Spasti rein, ne? Ja. Ja, genau, und dann musst du diesen Spasti, bevor du da geradeaus durchgehst, den links ansprechen, dann kannst du, dann sagt er so, Film drehen, und dann sagst du hier, ja. Ah, der da, oder was? Ja, genau. Ja, so, okay, ich hab dir die Sinelbeere gegeben, haben wir genug Tränke, hab ich dir eben gekauft. Wo denn? Hier ist keiner. Ich kann nichts machen. Da ist so ein Typ. Ja, aber dann passiert nichts. Ja klar, der sagt Film drehen und dann kannst du einen Film drehen. Ja, okay, und wie mache ich das jetzt? Ich kann mich jetzt bewegen. Dann gehst du da rein, in diesen Raum. Ja, okay, hier ist jetzt... Da, wo der Greenscreen ist. Hier ist jetzt das Tagesschau-Studio und jetzt... Ja, genau. Ja, das sieht halt echt so aus, das ist einfach nur eine grüne Ecke, so ein Dreckscheiß, Alter. Und jetzt sprichst du diesen Bastard in Blau an. Ja, hab ich. Und jetzt? Jetzt dürfte Tipp. Willst du mal die Tagesshow? Ja, und jetzt? Ja, der Film. Jetzt dürftest du einen Film mit dem drehen. Oder der Regisseur. Ja, aber es passiert nichts. Ja, einfach mit den Leuten da quasseln. Ah, okay. So, Leute, was ist passiert? Warte, ich messe mal den Kampf. Ich will, ey, wenn da jetzt irgend so ein Scheiß-Pokémon kommt, ne? Wenn ein Eis-Pokémon ist, die Soling jetzt gerade jetzt vorbei. Ja, also, ich habe jeden hier angesprochen. Minuten. Was soll ich jetzt machen? Ja, irgendwann kannst du einen Film drehen da drin. Was? Ja, es passiert aber nichts. Das gibt es doch nicht! Inikoro! Ach, willst du mich verarschen? Oh, Junge, das
noch nicht wahr sein. Und mein Pokémon ist defensiv ein Lappen. Ich kann hier keinen Film drehen, Mann. Natürlich, ich habe doch auch einen gedreht. Und der hieß Soul Link. Junge, eine Lebensstelle macht. Wo, Mann. Wie soll ich das denn machen? Ja, du musst einfach alle Leute in diesem Raum anbeten. Nein, anreden. Ja, und was passiert dann? Ja, irgendwann kannst du dann Film drehen. Du musst was einfach kommt, den richtigen was denn? Andrehen. Okay, jetzt kannst du einen Film drehen. Was passiert? Was kommt denn für eine Sequenz? Was soll passieren? Ja, du. Ah, hier, Film drehen. Oh. Was mache eigene ich jetzt? Pokémon. Nee, die, nimm die anderen. Also okay, nicht deine, ja. Die anderen, ja. Leih-Pokémon. Was mache ich jetzt? Mache ich Superschall? Mache ich Sandgrab? Ich mache Lebensstelle, damit die Genauigkeit sinkt. Bin ich überhaupt schneller als das Viech? Ja. Trifft! Das ist jetzt gerade sehr entscheidend, weil Inikoro ein Bastard ist. Jetzt kommt Gesang und trifft. Duplex Sieb? Okay. Wie viel Schaden? Der hat einen scheiß Gladiantri. Gladiantri. Lol. Ja, das greifst du mit Kraftwelle ich an. Ich hab einen Rilo. Okay, dann mache ich jetzt Sandgrab, damit der kontinuierlichen Schaden kriegt. Ja! Trifft! Sehr wichtig! Lol. Ey, wenn wir gegen Inikoro, du bist doch ein Hurensohn. Oh, das macht richtig guten Damage! Anziehung, ich. Was ist das denn für eine langweilige Story-Scheiße? Ja, das ist wirklich. Das ist ja so lame. Ich mach ja gar nix. Nee, das ist wirklich nur Streckung des Spiels, ohne Witz. So eine Scheiße. So ein Müll! Und dürfte der. Nein, das stimmt nicht. Komm schon. Komm, Juwel, einmal durch. Das Ding ist so hässlich. Yes! Und Inikoro ist tot! Oh, gut. Ja. Sehr, sehr gut. Level 21. Sehr gut. Weil sonst wäre die Soul Link einfach tschüss. Und jetzt kriege ich Dampfwalze. Alles klar, ja moin. Sehr gut. So, zur Story. Ich war auf der Arbeit heute mit meinem Chef. Also, ich. So. Dann kommt so ein Pissjunge an. 12 wahrscheinlich, hört die ganze Zeit Capital Bra. Und dann sagt er so: Jo, kann ich auf die Kundentoilette? Ich so: Ja. Warum nicht? Ich begleite ihn sogar dahin, warte, der grinst schon da so raus, ne? Ich denke mir so, okay, hat er jetzt die Aus Toilette. Der Toilette. Ja, ja, er geht da so raus, denke ich mir so, grinst schon so, ne? Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, weil ich echt im Stress war. So, dann wollte ich auf Toilette gehen, mein Chef war gerade aber auf unserer Männertoilette. Warum so, muss ich denn jetzt einen zweiten Film drehen? Musst du gar nicht, du musst nur einen drehen. Nö, ich muss jetzt noch einen machen, weil ich kann nicht raus aus dem Gebäude. Ich drehe jetzt wieder einen zweiten. Dann musst du den... Dann musst du den nochmal drehen. Mann! So. Nur weil ich gesagt habe, dass der scheiße ist und ich den nicht mag, muss ich jetzt noch einen drehen. Mann, Alter. Genau. Jetzt bin ich dann auf die Kundentoilette gegangen, weil mir blieb ja keine andere Wahl. Ich musste pissen. Ich weiß ja nicht, wie du das findest. Findest du es räudig, wenn jemand scheißen geht und nicht abspült? Ja, das ist scheiße, wenn da Scheiße in der Toilette ist. Spiel doch einfach ab. Genau. Wo ist das Scheißproblem? Denk ich mir auch immer. So, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Das Ding ist, ich komme da rein. Und was hat dieser Junge gemacht? Er hat auf die Klobrille geschissen, der Was? Ja! Auf die Scheiß-Klobrille! Mit dieser geilen Klavier-Trolling-Musik hier im Hintergrund. Und ohne Witz. Ich hab dann geschrien, Scheiße, ne? Wirklich, hab ja, ich geschrien. Weil du Scheiße gesehen hast, genau. Wortwörtlich, ich meinte jetzt eigentlich gar nicht die Kacke, aber ich hab einfach gesagt, Alter, du Bastard, Scheiße, Mann. Mein Chef sagte, ey, was ist denn los? Und er guckt da so rein und lacht und sagt, ja, Scheiße gelaufen. Alles klar! Ja. Also diese Aktion, wenn ich diesen Jungen nochmal sehen sollte, ohne Witz, ich zieh den so durch den Kakao. Das wie kann man so ehrenlos sein? Und da einfach hinkacken. Auf die Klobrille. Also. Ohne Witz. Ich kann das nicht ernst nehmen, ey. Nee, ich auch nicht. Er hat auf die Klobrille gekackt. Deswegen hat er mich so angelacht, der Bastard. Unfassbar, wie sich sowas erleben darf. Oh Mann, ey. Auf die Klobrille geschissen, der Typ. Nee. Ich scheiße nee. Auf die Klobrille. Ich hab schon alles gesehen, ne? Nebens Klo geschissen habe ich auch schon mal gesehen. Von einem Klassenkamerad. Oh nein! Ja, oh nein! Aber wo auf muss die ich jetzt Klobrille hin? Ist echt ehrenlos. Hast du den Film gedreht? Ja, zweimal. Sehr gut. Okay, Bronzong ist in Ordnung. Aber nur weil ich weiß jetzt auch warum, weil am Ende meinte so, ja, willst du das Filmmaterial haben? Und ich habe halt nein gesagt. Deshalb oh lol. Ja, okay. Ja, weil der Film scheiße war. Jetzt warum musst du soll ich denn...
Was ist das denn für eine Erpressung? Ja, entweder du magst den Film oder du musst den nochmal drehen, du kleiner Hurensohn. Wo muss nee, jetzt, ich denn jetzt hin? Jetzt musst du zur Arena und dann einfach links, nee, nach rechts. Da ist dann, das ist der zur einfach, Arena gehst du nochmal. Wo vor ist der die Arena? Arena? Wenn du, welche Arena? Ja, wo wir absolut kassiert haben. Am besten heilst du erstmal deinen Pokémon. Das ist schon mal, okay, perfekt. Kauf Tränke wäre nicht schlecht. Hast du nach Tränken mal geguckt, weil das... Nö, mach ich nicht. Ich habe übrigens das zweite Pokémon auch besiegt. Das heißt, ich könnte in der Theorie jetzt meinen Encounter holen. Ja, mach. Das mache ich auch. Jetzt! Dafür müssen wir erstmal nach Stratos City. Und das Dumme ist, es gibt da so ein paar tricky Sachen. Du musst mir unbedingt sagen, wenn du in Stratos City bist. Ja. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, wo du noch in den Kampf reinkommst. Und ich werde dich dann hinleiten. Definitiv. Weil ich bin krass und habe sehr viel probiert. Weil ich habe nämlich meinen DS-Spielstand gelöscht. Also wir zocken das auch auf dem DS. Ich habe nochmal alles neu gespielt. Ja, wir zocken das auf dem originalen DS. Original Atari. Hier, sogar DSi. Hier, guck mal, hier ist das Menü. Ja, Kameramann. Wo ist die scheiß Arena? Ja, die scheiß Arena, ja. Guck mal, hier ist der Nicht-PS4-Controller, mit dem ich den DS hier zocke. Guck. Guckt ihn euch an, habt ihr es gehört, ihr Bastarde. So. Arena und dann einfach nach rechts. Wo gehen. Ist die Arena? Ich bin jetzt mal im Poké-Center. Dann läufst du einfach runter und dann nach rechts. Rechts? Wer ist denn Riolu, Mann? Ja, jetzt bin ich bei der. Ja, jetzt bin ich bei der Arena. Genau, der und jetzt nach ganz was? Rechts. Nee, einfach nach rechts laufen weiter. Oh. Ach, wieder der scheiß Arena-Leiter. Und Patrick, du Ekelhafter! Wie viele Anzeigen hast du schon wegen Belästigung, hä? Junge. Der sammelt einfach pro Part so drei Anzeigen, Alter. Als ob der so voll vor bestraft ist. Ja, der hat jetzt noch eine wegen der Arena-Leiterin. Ach, das sind die zwei Kämpfe jetzt, die man schaffen muss, die zwei Pokémon. Eins erstmal. Einer, ja. Mhm. Und wenn das jetzt kein Kampf-Pokémon ist, haben wir eine reelle Chance. Wenn da jetzt ein Meistergriff steht, RIP. Wenn da jetzt wirklich ein Meistergriff steht, dann stehe ich auf und gehe einfach. Und das, bin nicht mehr da. Glaube ich, weil ist in Ikoro jetzt auch... Was?! Das ist lächerlich. Kein Meistergriff, aber ein Knackrack. Nein, der kann Drachenwut. Ja, okay, das würde ich aber überleben. Als ob dann Knackrack. Strafattacke. Boah, das macht gut Schaden. Er echt? Macht nur Tickel! What? Okay, bist du aber über 40 KP? Bist du über 40? Ja, natürlich. 64 okay. Habe ich. Ja, gut, gut, gut. Ja, dann mach weiter. Knackrack! Er macht nur Tickel? Hä? Ist doch gut! Tot! Echt jetzt? Doch nicht tot. Drachenwut! Oh, warte, er hat zweimal Tackle gemacht. Ich habe noch 10 KP. Ach du Scheiße. Das Ding ist, tötest du ihn safe mit dem nächsten Hit? Nee, ich halte mich auf. Und dann natürlich. Geht das daneben und ja, lustig. Nee, ja, Strafattacke hat 100%. Mit dem nächsten... Achso, okay. Mit dem nächsten kill ich ihn 100%, ja. Das... Ja, hoffe gut. Ich. Oh mein Gott. Der erste ist weg. Sehr gut! Okay. 1000 geil. DP. Jo, der gibt ein Level up auf jeden. Ja, hat er auch. So. Der scheiß Rüpel ist. So, und jetzt besiegt. Heil den Scheiß. Okay, jetzt bin ich ja, hier. Ja, ich hab ihn schon geheilt. Perfekt. Okay. Jetzt so, und jetzt kommt. Nach ganz oben gehen. Und wo ist der zweite Kampf? Da, jetzt musst du auf die Route davor wieder gehen. Das ist ein bisschen dumm, ich versteh's auch nicht. Hä, genau. Was denn? Warum muss ich denn irgendwo hingehen, Alter? Ja, weil die da ganz weggerannt sind. Die dachten sich so, oh, scheiße, Arceus hat mich gebumst. Ja. Du musst dahin. Du auf die vorherige Route los, gehen. Los, geh! Dumm. Guck mal, ja, ich bin Patrick, ich hab grad noch eine Anzeige von Mika bekommen, wo ich die Bumst Ich hab dir die E-Gitarre ins Arschloch geschoben. Dann noch eine Möhre hinterher. So, wo soll ich jetzt hin? Du gehst auf die vorherige Route. Ja, wo ist die? Beim Pokémon Center links. Links. Okay, jetzt muss ich selber den Fehler, darf ich nicht machen. Oh, warte. Ich kann mir den Evoliten scrubben, ist das wichtig? Warte, bin ich richtig? Ja. So, okay, jetzt bin ich wieder auf der alten Route und jetzt... Jetzt! Gehst du erstmal die Treppen hoch, da wo dieser alte Mann ist, also verfolgst das, bis dieser Moment kommt. Die Treppen hoch? Ja. Hier hoch, okay, wahrscheinlich. Okay, und dann, da ist das so ja, Gras. Hier ist ein alter Mann. Und hier ist wieder Patrick, der Ekelhafte. Ja, egal, Patrick ist irrelevant, du musst einfach da runter gehen, wo das Gras ist. Einfach da, wo das Gras ist, runter, okay. Ja, einfach straight nach unten. Oh nein, will das Pokémon. Aha! Geil. Hast du dein Pokémon geheilt?
Nö, aber ich hab's ja eh aufgehalten mit Trank. Okay. Ja, sei lieber full life, ey. Sei immer sicher bei der Scheiße, die jetzt passiert. Ich bin lustig. Ja, ich auch. So, und jetzt? Ah, da steht ganz unten. Ja, da ist das, einer. Das ist das letzte Hindernis vor unserem Encounter. Wenn der jetzt einen Meistergriff hat, dann raste ich. Warte, war das nicht hier? Was? Oh, fuck! Was denn? Meistergriff sein Vater. Ja, der hat keinen Vater, der hat nur einen Cousin. Taubos. Das kriegst du hin. Das denke ich auch. Also, ja, Taubos darf man nicht unterschätzen. Oh, definitiv. Der hat aber echt eine krasse Verteidigung anscheinend. Mm. Das könnte schwierig werden, weil Rückkehr macht ja nicht so viel Schaden. Ja, ist das, wo ist denn jetzt der scheiß Evolit, Mann? Ich brauch den. Warte, da, da. Ja, doch, macht schon mehr Schaden als vorher auf jeden Fall. Warte, es wird von Zug zu Zug Rückkehr immer stärker. Nein, aber wenn du immer mit ihm kämpfst, also du kannst ja gerade nur mit dem kämpfen und dann wird das immer stärker, weil die Okay, und Taubos ist tot. Taubos ist tot. Sehr wichtig. Alter, Alpha Tier. Ja, okay, jetzt kann ich den Counter holen eigentlich, ne? Jetzt musst du nach Stratos City, also dahin, wo dieser Hafen ist, da wo du eben deinen ersten Kampf gemacht hast, musst du hin. Warum muss ich denn jetzt wieder zurück? Ja, es ist so behindert. So, einfach. Patrick hat noch eine Anzeige bekommen. Nice. Warte, habe ich jetzt den Evolit? Wie schnell ist der bitte? Ja, habe ich. Oh! Der war gerade noch hier, auf einmal ist der weg. So, jetzt kommt der wichtigste Faktor meines Lebens. So, okay. Ich bin jetzt wieder in Stratos City jetzt gleich, ne? Ja, also, dann sag mir Bescheid, wenn du, wenn dich der Clown angesprochen hat. Nee, ich bin in Yapydro City. Ja, nee, das ist egal. Du musst erstmal mit dem Gefährt zu Stratos City fahren. Mit welchem Gefährt? Hä? Da. Du hast gesagt, wo ich meinen ersten Kampf gemacht habe. Ja, das genau, da musst du hin. Ja, City. Da ist aber so ein Hafen. Und dann fährst du gleich dahin. Okay. Stratos City kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ist das nicht die große Stadt aus Schwarz 1? Richtig! 2? Oh, die gibt's hier? Ja. Lol. So, jetzt ganz, ganz wichtig. Die Alte müssen wir umgehen. So. Die kann man umgehen. Das weiß ich. Ich hab's getestet. Warum müssen wir irgendwie umgehen? Weil sonst kriegst du einen Kampf und die hat Patrick zwei Pokémon und das. Weil er scheiße ist. Ja, ich bin's umgangen. Jetzt kommt der Encounter. Wichtig. Ist ganz wichtig, wer kommt. Es muss fangbar sein. Und es muss einfach möglich sein. Es muss möglich sein. Was denn? Das ist so scheiße. Ich hab da keinen Bock drauf. Was denn? Janma. Oh nein. Aber es ist ein Pokémon und langsam ist mir das egal. Wo muss ich hin? Hallo, bist du jetzt in Stratos? Ja, aber hier labern die alle nur. Ja, dein C-Gear. So, jetzt ist wichtig. Jetzt ist wichtig. Nein, ich bin nicht in Stratos. Ich bin bei irgendeinem Hafen, aber ich komme nicht zum Boot. Du musst einfach dann reingehen. Ja, doch, da runter geht's, aber. Nee, du musst in dieses Haus gehen, was da, wo die Team Rüpel-Spastis waren. Ah, Alter! Aua, meine Ohren. Ja, okay, bin jetzt drin. Und jetzt? Jetzt musst du den Spasti am Tresen ansprechen. Da steht schon wieder Patrick. Als ob der nicht reingegangen ist. Hey, das ist so ein Perversen. Das ist so ein Spast. Superball halt, Janma, come on. Wäre ein guter Kumpel für Sierlo. Direkt, die würden sich BFF nennen. Finn. Und ich hab Janma gefangen. Das ist schön, so, aber Janma ist City. Wo Bull. Muss ich jetzt hin? Okay, so, du musst jetzt einfach hochgehen, dann kommt ein Typ, der labert dich an und gibt dir dein Fahrrad. Die geile wenn du Musik, das hast, Alter. Wenn du das hast, sag mir Fahrrad? Bescheid. Ja. Okay, ich gehe jetzt einfach hoch. Ja, und dann Typ, wenn du das Fahrrad hast und dich frei bewegen kannst, dann sag mir Bescheid. Hier kann man nicht hoch. Wo soll ich hier hochgehen? Hier kann man gar nicht hoch. Lauf einfach. Du wirst wohin? Hier kann man gar nicht hoch. Lauf einfach Stratos City ab. Lauf einfach. Sei einfach in Stratos City. Du ja, okay, dann laufe ich jetzt nach links. Ja, ich war jetzt gerade zurück. Hast du die. Ja, ich bin zurückgelaufen. Ja, ich fand gerade. Das waren meine Boxen, die sind jetzt kaputt. Ich bin jetzt wieder in Vapio City.
Warum denn so sauer? Die sind jetzt halt kaputt. Scheiße, Mann. Warum? Geh einfach bitte nach Strato City! Ja, ich muss jetzt erstmal zurückfahren. Ja, ich komme nicht, komm nicht zum Boot. So, das hier. Hört ihr das hier? Hört ihr dieses Geräusch? Das ist ein deutscher Postbrief. Und das ist eine Schere. Oh, ich hab TM70 Blitz gefunden. War der Brief. Ganz ruhig. Ja, hier ist keiner, der mir ein Fahrrad gibt. Du gehst einfach. Geh einfach nach Stratos City. Geht nicht. Ich ficke gleich dieses geht nicht. Ich raste hier gleich komplett aus! Oh, Belle hat mich angesprochen. Ich hab die ganze Zeit verarscht, ich bin doch in Stratos City. Jetzt hat mich Belle angesprochen. Die gibt mir irgendwas. Hallo! Ey, hallo! Chill doch! Wenn du jetzt in den Trainer reinräufst, bist du gefickt! Und wenn ich dich nicht leite, dann bist du nochmal gefickt, weil dann kommen Trainer auf dich zu, die dich komplett in den Arsch bumsen werden, ohne dass du einen Counter kriegst. Weil du musst ihn nicht machen. Oh Gott, ja, okay, wo, du hast jetzt deine Boxen umsonst kaputt gemacht, oder was? Ey, ernsthaft jetzt? Ja, warum machst du deine Boxen kaputt? Ich hab dich die ganze Zeit nur verarscht. So, weil ich gerade auf 180 bin, es geht hier um Leben und Tod. Ich bin jetzt beim Brunnen in Stratos City, dieser große Brunnen. Ja, bist du geheilt? Ja. Okay, dann lauf weiter. Wohin denn? Nach oben? Ja, nach oben. So, und jetzt kommt eine ganz... Oben. Okay, so. Und stopp, wenn die Route anfängt. Welche Route? Hier ist nur ein Brunnen. Ja, geh hoch. Wo hoch? Bei dem Brunnen da oben den Weg! Route 4? Stehen bleiben, jetzt bleib stehen, verdammt! Nein, hier ist ein Trainer! So, jetzt. Ich hab doch... Das gehört jetzt nicht zur Verarsche, ich bin jetzt echt im Trainer. Ich... Nein! Gillibunkel! Ey, Junge, genau deswegen! Die kann man umgehen, die Alte, wenn man nämlich an diesen Sack da hingeht. Wie heißt denn der Typ? Keine Ahnung. So ein Bergsteiger, Bergziegenbesteiger. Kannst du ganz rechts an den Spasti gehen und du musst ihn nicht machen. Ja, ist egal. Ich bring ihn jetzt um. Ja, dann kommt als zweites Meistergriff und dann ist alles vorbei. Ja, als ob ein Meistergriff kommt von 500 Pokémon. Ja, ich weiß auch noch. Jirachi. Wenn jetzt ein Jirachi kommt. Ja, hast du ja auch überlebt. Ja! Du Wichser. So, Mary ist im Team. Ich gehe jetzt sowas von zurück, Alter. Das ist mir so egal gerade. Ein ernstes Wesen interessiert Verfolgung! Mich. Null. Ja, das macht nichts. Das ist. Na doch. Tot. Genauigkeit. Was steigt die Genauigkeit von Attacken? Schön. Ich habe auch schon mal diese Kacke. So, jetzt habe ich 18. Nur Libellen-Pokémon. Ich will kein Libellen-Team haben. So, bitte. Was? Ja! Kirlia. Ja, das kriegst du gut zum Glück hin. Strafattacke und er ist tot. Ja, Jesus! Strafattacke geht daneben. Super. Oder das kann nicht daneben. Da stand aber, es hat aber nicht getroffen. Da stand irgendwas. Okay. Warte, was stand denn da? Oh. Sandsturm oder so. Warte, ja, okay. Strafattacke? Ja, jetzt trifft's. Okay. So, und dann kannst du bei der alten, wenn du die besiegt hast, du musst nach links gehen. Und ja. Links ist dann Müll, also Wüste. Und dann kannst du da. Hier ist auch schon klar, dass auch vorher auch Wüste ist, ne? Ja. Da hätte ich auch einfach reingehen können. Klar. Ja, aber du hast ja nicht auf mich gehört. Voll doof. Ah, heilige Maria Gottes, ich ficke Satans Arsch. Die hätte man gar nicht umgehen müssen. Man hätte einfach hier in die Wüste rein. Ja, ich muss jetzt nochmal zum Pokécenter. Ja, ich auch. Warum laberst du auch? Ach egal, ich hab dich ja eh, ich bin schuld, ich hab dich eh die ganze Zeit versucht zu verarschen. Wo ist hier ein Pokécenter in Stratos City? Ganz am Anfang, da wo du das Rad gekriegt hast. Ja, wo ist das? So, also jetzt gleich, du hast mich schon mal in Stratos City so richtig getrollt. Ja eben, ich hab mich gerade daran erinnert, an diese Musik, weil das ist so eine Trolling-Musik. Und ich dachte, boah, das muss jetzt einfach sein. Alter. Weil in dem, mit der, auszurasten und wenn dann so eine Scheißmusik im Hintergrund läuft, das ist so geil. So, ich weiß nicht. Ich kann meine Pokémon nicht heilen, hier steht so eine Blöde mache. Im Weg. Ja, einfach ansprechen, die Hure. Kennst du das Geonet? Ja, klar. Ja, da bin ich geboren. Mhm.
Als ob das so voll realistisch ist. Ja. Da bin ich. Ja. 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 So, okay. Und jetzt den Encounter fangen, ne? Ja. Ja, wo ist der? Da bei der Hure, die du, wo du reingerannt bist. Und dann... Ja, das mache ich öfters. Dann R-O-Doppel... Nee, links. Links ist das. Sei so, hast du jetzt deinen Counter mal gefangen? Ja, hab ich doch schon seit zwei Jahren. Das ist diese scheiß O-Mod. Ja. Nee, es ist Janmar. Ich weiß. Ich bin Namensbewerter. Ja, bewerte mal meinen Namen, bitte. Okay, warte, Mon kommt. Es ist ein... Ist eigentlich egal, es muss nur angreifen können. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob es das kann. Sag mal Name. Irokex. WTF! Ist das gut? Das Ding ist so ein fucking Monster! Ey, du musst dich aber dagegen setupen, das ist ein Kampf-Pokémon. Oh, Kosmikkraft, okay. Bruder! Wieso kriegst du so scheiß geile Pokémon? Warum häng ich mit zwei Libellen ab und chill in der Wüste? Oh Mann. Ja, ist es gut? Ja, natürlich ist das gut! Bruder, ja, ich will so eine Scheiße haben! Das sieht nicht gut aus, ich bring's um. Ja! Das ist ja der Wahnsinn! Soll ich auf den einfach Rückkehr machen oder was? Nee, Strafattack. Ja, Levelunterschied, sag mal an. Ich 18, der 14. Ja, mach einmal Rückkehr. Denkt der easy. Was? Das Fluch oder Flucht? Was? Irgendwas mit Fluch. Keine Ahnung. Ja, der hat Fluch. Alter, als ob der sogar noch Fluch hat. Das ist so ein OP-Set. Junge, okay. Ich will auch mal sowas kriegen, ey. Ich hänge hier nur am Arschloch rum. Bru. Was, Bru? So, Sandwirbel kann der auch. Okay, krass. Ah, hier Blitz. Okay, cool. Hier brauche ich mich. Ja, das habe ich auch schon gefunden. So, was Rückkehr. Was ist hier? Geier, Alter. Nein! Was ist das für ein Typ? Ich chill meine der ist tot. Nein, ich habe ihn gecrittet, doch. Das dürfte aber nicht töten. Ich habe ihn getötet, doch. Ernsthaft jetzt? Ja. Warum crittest du eigentlich, bist du irre? Hör auf, diese scheiß Victory-Musik zu spielen, Mann. Nee. Irokex und dann... Nee, das ist... Nee. Ich glaube nicht. Rückkehr hat echt nicht viel Schaden gemacht. Der war noch im grünen Bereich. Dann habe ich nochmal Rückkehr gemacht. Crit! Und dann war er tot. Und der hatte Fluch oder was auch immer. Warte. Wir könnten noch einen anderen Encounter eventuell holen. Ich guck mal kurz. Das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Fahrschein. Warum muss man denn critten? Das kann doch echt nicht angehen hier. Pokémon ganz ruhig hier, viele Trainer deshalb. Dann sind hier halt viele Trainer, ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir weiterkommen sollen. keine Ahnung. Arena-Leiter, der müsste dringend irgendwo hin. Bla, wenn du ihn suchst. Hier Archie. Ja, okay. Hallo, Lilia. Was machen wir jetzt?
Ich überlege gerade. Soll ich die Route einfach weitergehen, oder? Nein. Ja, wo soll ich sonst hin? Lauf mal zur Stadt wieder. Ich glaube, ich habe eine Idee. Alter, das kann noch nicht. Ich glaube, wir kriegen noch einen Encounter. Bevor wir zur Arena kommen. Ja, aber doch, ja, doch, kriegen wir. Ja, kriegen wir. In der Kanalisation. Ja, wie komme ich da hin? Ja, du musst, bist du beim Brunnen? Ja. Geh ganz, ganz links den Weg. Ganz, ganz links. Okay. Dann steht da die Arena und da steht so ein Typ vor. Sprech den auf jeden Fall an. Ja, okay, mache ich. Gut, mein Pokémon war auch Müll, aber es war halt wenigstens ein Pokémon, ne? So. Ja, meins war aber kein Müll. Ja, das stimmt. So, ich sprech den an und jetzt? Jetzt dürfte so eine sehr, sehr geile Fotze kommen. Ja. Genau, und dann gehst du einfach zur Richtung Pokémon Center, weil dann müssen wir, glaube ich, in die Kanalisation. Ich guck mal gerade. Wenn ja, kriegen wir. Ja, wir kriegen. Ja, 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 yes! Wir kriegen noch einen Encounter. Sollen wir das in dem Part jetzt noch machen? XL-Part oder was? Wir sind schon bei einem. Ja, ich will diesen scheiß Encounter jetzt haben. Ja, wir nehmen doch eh danach noch einen Part auf. Ja, aber um jeden Preis will ich den jetzt haben. Ich will es wissen. Ja, dann machen wir das aber im nächsten Part. Ja, okay. Hier hast du den Plasma gehen? Wo, warte, wo? Ja. Lass mal in die Kanalisation erstmal schon gehen. Ja, ich bin dabei. Ja, und okay. Da sind Überreste, glaube ich. Lol. Oh, das wäre für mich gut. Wo ist denn das jetzt? Ja, du hast die Alte angesprochen. Ja. Bist du fertig mit Quasseln? Ja. Okay. Oh, warte! Nein, ich glaube, wir können kein Pokémon fangen. Doch. Ich glaube nicht. Weil uns dieser Wichser begleitet, können wir, glaube ich, kein Pokémon fangen. Als ob. Als ob. Wir versuchen es einfach mal. Ja, okay. So, oh, die Mucke ist so geil. Wo okay, muss ich jetzt hin? Genau. Bist du beim Pokémon Center? Du musst Richtung Pokémon Center. Ja, bin da, bin ich jetzt. Okay, dann gehst du einfach rechts. Rechts, ja, und jetzt? Ah, da ist die. Genau, und dann musst du einfach straight die ganze Zeit nach rechts fahren. Oh, oh, oh! WTF, warte! Raus, raus, du Hurensohn! Ich hab noch eine andere Idee. Wie raus? Warte, ich guck mal kurz was nach. Nee, du machst alles richtig, du machst alles richtig. Ich fahr jetzt straight nach rechts, jetzt ist hier irgendein Bauarbeiter. Genau, und da unten ist die Kanalisation, aber... Der meint ja, bitte hab Geduld, ich darf nicht durch. Ja, okay, nee, da wollte ich gerade hin. Ja, nee, geh wieder raus und dann gehst du raus und dann kannst du direkt nach unten gehen. Da ja. Ist die Kanalisation. Ich wollte nämlich auch gerade gucken, ob man da schon her kann und da auch einen Encounter fangen kann. Aber leider nicht. Dann müssen wir in die Kanalisation. Bringt nichts. Oh, shit. Aber wenn wir mit unserem Partner gehen, dann können wir umso weniger sterben. Ja, das ist schon mal eine gute Info. Ja, aber... Wir sehen, was auf uns zukommt. Oder vielleicht ist es auch so, wenn man ein Pokémon killt von dem Doppelkampf, kann man das andere fangen. Das ging, glaube ich, in Platin. Okay, wir stehen jetzt, glaube ich, beide genau am selben Punkt. Wollen wir den Part hier beenden? Ja. Okay, im nächsten Part Kanalisation um Irokex. Hey, Pokémon kommt! Pokémon kommt! Ja. Ah! Ah! Bist du im Einzelkampf? Oder? Nein, es ist nicht mit dem Doppelkampf, aber beide Monsen, glaube ich, Regis. Was denn? Kyurem? What? Und Gladiantri. Gladiantri nicht, aber LOL! Ich versuche jetzt einfach mal einen Ball zu werfen, um zu gucken, ob ich einen fangen darf. Probier mal bitte. Einfach nur probieren. Nein, darf man nicht! Warum, was steht da? Was steht da? Das klappt nicht, man kann nicht zielen, wenn zwei Pokémon da sind, aber ich kann das dann zielen. Dann töte das eine, töte das eine! Und fang Kyurem! Oh mein Gott! Das machen wir im nächsten Part, Leute! Das geiler Cliffhanger! ETF, das wäre so krank! Kyurem Arceus. Hä? Das wäre so heftig. Aber ich brauche auch was Gutes jetzt langsam, weil sonst habe ich ein Problem. Ja, du hast dann wahrscheinlich Pew oder so. Ja, das Problem ist, wenn Eis-Pokémon kommt, muss ich aber flüchten. Weil sonst bin ich tot. Ach, ja, aber das Ding ist, dann okay. Habe ich Kyurem, dann hast du Pew okay. Oder so. Das ist... Okay, wir gucken. Nächster Part. Ja, okay, nächster Part. Tschüss, Leute. Fickt euch. Mein scheiß Partner hat einen Quiekel, Alter.